Kerstin Klein dazu in Washington. Also Trump hat eine wichtige Personalie entschieden. Seine bisherige Wahlkampfmanagerin Susan Wiles wird Stabschefin im Weißen Haus. Was ist denn über sie bekannt? Ja, Susie Wiles ist 68 Jahre und hat in den letzten Jahren vor allen Dingen in Florida politisch gewirkt bei den Republikanern. Sie hat zum Beispiel die erfolgreiche Kampagne von Ron DeSantis gefahren und dann hat eben Donald Trump sie zu sich geholt und sie ist im Prinzip das Mastermind hinter seinem diesjährigen Wahlkampf. Hat es geschafft, ihn halbwegs auf Message zu halten, hat auch vor allen Dingen alles rundum koordiniert, das ganze, die ganze Werbung und alles und hat ja offenbar mit dieser Kampagne auch großen Erfolg gehabt und die wird jetzt künftig Trumps Stabschefin und damit wird sie die zweitwichtigste Frau im Weißen Haus, also nein, die zweitwichtigste Person und die wichtigste Frau im Weißen Haus sein. Wichtige Aufgabe auf jeden Fall. Welchen Einfluss hat Susan Wiles denn als Stabschefin? Ja, also erstmal muss man noch mal sagen, sie ist die erste Frau, die diesen Posten überhaupt innehat. Und ihr wird es obliegen, das ganze Team im Weißen Haus zu führen. Also sie hat dann die Personalverantwortung. Sie wird aber auch zum Beispiel die Termine von Donald Trump koordinieren. Das heißt, wer mit dem Präsidenten sprechen muss, möchte, der muss über sie gehen. Und insofern hat sie große Macht und die erhoffte Stabilität. Sie haben es angesprochen, Donald Trump hat in der ersten Amtszeit in 4 Jahren 4 Stabschefs gehabt. Und das ist eben die Hoffnung, dass dieses Team, was jetzt im Wahlkampf funktioniert hat, möglicherweise auch länger, möglicherweise über die ganzen 4 Jahre auch im Weißen Haus erfolgreich zusammenarbeiten kann. Ja, Trump ist gewählt und auch Kamala Harris und Joe Biden haben ja mittlerweile ihre Statements abgegeben. War da beim scheidenden US-Präsidenten der Abschied schon spürbar? Nee, nicht so wirklich. Also er hat noch mal seine Rede, also in seiner Rede seine Botschaft, die er schon immer vorträgt, auch noch mal gehalten und gesagt, wir müssen zusammenstehen. Wir müssen unsere politischen Gegner auch nicht als Feinde sehen, sondern als Nachbarn. Also diese Botschaft der Einigkeit, die hat er noch mal betont und hat auch gesagt, das gehört zu einer Demokratie, dass man die Amtsgeschäfte friedlich übergibt und dass man auch akzeptiert, wenn man verloren hat. Sonst kann Demokratie nicht funktionieren. Das hat er vor der Wahl gesagt, das gilt für ihn gleichermaßen jetzt. Und Kamala Harris, die hat, ja, man hat ihr die Trauer schon noch eine Spur angespürt, aber die hat eigentlich auch eine sehr optimistische, vorwärtsschauende Rede gehalten, hat versucht, ihren Anhängern Trost zu spenden, hat gesagt, verzweifelt nicht, sondern schaut nach vorne. Und wir haben diese Wahl verloren, aber der Kampf geht ja weiter und hat ihre Anhängerinnen und Anhänger ermutigt, sich weiter zu engagieren, auf politischer Ebene, zivilgesellschaftlich, Proteste zu organisieren oder sich einzubringen, wo auch immer. Also da ist die Botschaft schon auch, wir sind jetzt nicht im Weißen Haus ab Januar mehr, aber wir können den Kampf an anderer Stelle für unsere Ideen, für unsere Ideale und für unsere Wertvorstellung weiterführen. Biden hat ja eine geordnete Übergabe versprochen an den neuen Präsidenten Trump. Was genau sind denn da die nächsten Schritte? Ja, da hängt eigentlich die Trump-Kampagne mit der Transition, wie das heißt, also dem Übergang hinterher, weil eigentlich schon längst jetzt beide Teams, sowohl das Team von Harris als auch das Team von Trump, das Angebot hatten, schon vorbereitet zu werden, also zum Beispiel auch schon Büroräume beziehen zu können. Und Donald Trump und sein Team haben darauf verzichtet. Das heißt, sie müssen da mit jetzt loslegen. Und dann müssen ja natürlich vor allen Dingen Positionen besetzt werden. Und zwar nicht nur die im Kabinett, sondern auch auf ganz vielen anderen Stellen. Das sind tausende von Stellen, die da besetzt werden müssen. Und das ist das, glaube ich, was jetzt vor allen Dingen im Hintergrund läuft. Wer kommt wohin? Und natürlich, die Sicherheitsbriefings und so bekommt Donald Trump ja ohnehin schon. Und Joe Biden hat eben gesagt, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass er dem nicht im Wege steht, sondern dass er mit Donald Trump zusammen diesen Übergang gestalten möchte, wenn der das denn will. Wir erinnern uns vielleicht noch vor 4 Jahren, als der Übergang von Donald Trump auf Joe Biden war, da ist ja Donald Trump entgegen aller Tradition und aller Gepflogenheiten gar nicht erschienen bei der Amtseinführung von Joe Biden, sondern hat an dem Tag einfach, ohne dort aufzutauchen, die Stadt verlassen. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass Joe Biden das auch macht. Ich gehe davon aus, dass der am 20. Januar, wenn Donald Trump wieder als Präsident vereidigt wird, auch dabei sein wird. Dann ist Trump offiziell im Amt ab dem 20. Januar. Was ist denn ab diesem Tag von ihm zu erwarten?
Ja, so ein paar Politikfeldern scheint sehr klar, in anderen ist es eher noch offen. Also was, glaube ich, worauf man sich, glaube ich, verlassen kann, ist seine Ankündigung, dass er massenhaft illegale Migranten, die im Land leben, abschieben möchte. Wie viele das genau betrifft, ist unklar. Mal hat er von 2 Millionen geredet, mal von 20 oder 25 Millionen. Aber es ist klar, dass das eins der Wahlkampfversprechen ist, an denen er sich messen lassen wird. Und das wird natürlich hier im Land für große Unruhe sorgen, weil das ja zum Teil auch Leute sind, die lange hier sind oder eben auch Leute, die eigentlich von der Wirtschaft gebraucht werden, im Bauwesen zum Beispiel oder in der Landwirtschaft. Das ist sicher was, worauf man sich verlassen kann. Bei der Wirtschaft hat er angekündigt, Einfuhrzölle zu erheben, 10-20% auf alle Produkte, auf solche aus China auch 60%. Da ist die Frage, wird er das durchziehen? Das würde zum Beispiel ja Deutschland sehr hart treffen, weil wir ja mit den USA sehr viel Handel betreiben. Aber das ist andererseits auch etwas, was hier im Inland eben die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher hochtreiben würde. Deswegen erscheint mir da noch nicht ganz klar, ob er das zum Beispiel durchziehen wird tatsächlich. Und mit Blick auf die Außenpolitik, da hat er ja auch schon mal angedroht, aus der NATO auszutreten. Das ist sicher was möglicherweise ansteht, aber auch sicher, auch das ist nicht sicher. Man wird jetzt einfach abwarten müssen, bis er wirklich im Amt ist. Vielen Dank nach Washington, Kerstin Klein.